Hönnetal im Wandel heißt der neue Verein, der vermutlich im März in Garbeck gegründet wird. Nach zahlreichen Aktivitäten wie etwa dem Reparaturcafé oder der Herstellung des Balber Apfelsaftes will man dann als Verein durchstarten. Gut angenommen wird inzwischen der Reparaturservice. Ja, wir sind hier im Balber Reparaturcafé. Das Reparaturcafé wird organisiert von Hönnetal im Wandel. Hönnetal im Wandel hat sich gegründet, nachdem Dorfentwicklungspläne und Veranstaltungen abgeschlossen waren und wir festgestellt haben, dass viele dieser guten Ideen, die es dort gab, eigentlich gar nicht verwirklicht wurden und nicht angegangen werden konnten vom Stadtentwicklungsbüro. Da haben wir uns überlegt, einige dieser Ideen aufzugreifen und unseren Teil des Hönnetals stärker zu machen. Und dabei haben wir uns gedacht, als erstes so etwas wie ein Reparaturcafé, das ist eine ganz konkrete Sache, das hilft vielen Menschen und es zeigt eben, dass wir nicht alles wegwerfen müssen, sondern dass wir ressourcensparend leben können und eben auch Nachbarschaftshilfe leisten können. Denn was ist das? Die Leute, die hier, die Handwerker, also Fachleute, die hier arbeiten, machen das kostenlos. Wer möchte, kann eine Spende bei uns abgeben für die Arbeit, die geleistet wurde. Die ehrenamtlichen Fachleute reparieren viele Dinge, von alten Staubsaugern bis hin zur Beseitigung von Fernseh- und Radiofehlern, auch wenn elektronische Bauteile eine Rolle spielen. Wir haben festgestellt, dass im Reparaturcafé wirklich viele Sachen, die sonst weggeworfen werden, wieder repariert werden können. Teilweise Sachen, die vielleicht einfach auch billig gekauft werden können, aber dadurch, dass es repariert wird, wird es nicht weggeworfen. Viele Sachen, da hängen die Menschen auch dran und wir können ihnen auch behilflich sein, einfach was schon alt ist. Das Reparaturcafé mit Tauschbörse findet immer am letzten Samstag im Monat statt, in der Märkischen Straße 45 in Garbeck, das ist der ehemalige Edeka-Laden. Auch ein Messer- und Scherenschleifer steht zur Verfügung. Ein Teil unseres Reparaturcafés ist die Tauschbörse. Wir haben uns gedacht, viele Menschen haben Dinge zu Hause rumstehen, die sie eigentlich nicht mehr benötigen, aber die sind einfach zu schade zum Wegwerfen. Niemand wirft eine Chromagartenplatte weg. Da steht eine, da kann man die hinstellen und man kann sich etwas anderes mitmachen. Es ist ganz spannend, was für Sachen die Leute bringen und auch was sie dann wieder brauchen können. Man wird immer wieder überrascht, die hier anfangen. Zudem gibt es noch Waffeln, Kaffee und Apfelsaft, sodass sich ein Besuch auf jeden Fall mal lohnt.